Hallo liebe Fanfreunde, ich begrüße Sie zur vorerst vorletzten Folge zum Thema Kosmos als Ganzes, Kosmologie. Das nächste Mal werden wir noch über die Planck-Blase sprechen und die ist jetzt auch der Startpunkt für diese Folge, nämlich die Evolution des Universums generell. Also, wir sprechen ja von der Urknalltheorie. Es gibt ja auch Urschwung und andere Theorien noch. Ach Gott, das würde jetzt alles viel zu weit führen. Das sind hier so viele Seiten, die kann ich gar nicht mehr alle so bringen. Ja, wir haben ja hier schon einiges hinter uns. Also, Urknalltheorie, es begann alles mit etwas, was wir also Planck-Blase nennen. Und die Planck-Blase hat die Eigenschaften eines schwarzen Loches. Also wenn Sie so wollen, ist es auch das kleinste schwarze Loch überhaupt. Und die hat also eine gewisse Größe, einen gewissen Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, der dazu gehört, eine bestimmte Temperatur. Diese Dinge möchte ich das nächste Mal nochmal separat besprechen. Die Temperatur ist extrem hoch und das sind also 10 hoch 32 Kelvin. Und also eine 1 mit 32 Nullen, ich weiß gar nicht, 1000 Millionen, Milliarden, Billionen und immer weiter. Eine Dichte, die hat noch viel mehr Nullen, eine 5 mit 93 Nullen. Und ein Durchmesser, der ist also 0,00, dann kommt 33 Nullen und dann der 1 Zentimeter. Das ist also wahnsinnig klein. Wahnsinnig klein. Und daraus entstand unser riesiges Universum. Durch ein Urknall, sagt man dazu, weil es explosionsartig zu gehen scheint. Vor diesem Zeitpunkt und innerhalb dieser Blase, wie sah das da aus? Diese Frage ist unzulässig. Denn die Planck-Blase, der ordnet man einen Zeit zu. Und ab da, das ist die kleinste Zeiteinheit, die wir uns denken können. Die Zeit ist also auch quantisiert. Nach der Heisenbergschen Unschärferelation ist alles irgendwie ja quantisiert und unscharf. Und Planck hat das in seinem Rahmen eben für eine Blase formuliert. Und da spielt diese Heisenbergsche Konstante dann eine wichtige Rolle. Und weniger als diese Bruchteil einer Sekunde, das sind also 0,044 Nullen und dann kommt eine Ziffer, Bruchteil einer Sekunde innerhalb dieser oder was davor liegt, kann man dann eben nicht sagen, per Definition einfach nicht vorhersagbar existent. Und damit gibt es auch kein Singularitätsproblem, weil die Blase, mit der wir beginnen, hat eine gewisse Größe, hat einen gewissen Zeitpunkt. Und alles, ein davor gibt es eben halt nicht, das ist Philosophie jetzt, und ein kleiner gibt es nicht, das ist halt eine gewisse Schwierigkeit. Aber mit der Planck-Blase können wir beginnen und dann macht das Peng. Und dann kommt die erste Symmetriebrechung, wie wir das nennen. Und bei dieser ersten Symmetriebrechung passiert also Folgendes. Da wird aus der Quantengravitation die Gravitation und die superstarke Wechselwirkung. Und die Quantengravitation, das ist das, wonach wir immer noch suchen. Diese große einheitliche Kraft, wo es dann die Quantenschlaufentheorie gibt und Superstringtheorien und so weiter. Da gibt es also sehr viele Theorien zu und das haben wir halt noch nicht gefunden. Aber es gibt wohl so etwas wie eine Art Quantengravitation, eine Art Überkraft oder Überwechselwirkung und die wird aufgebrochen. Und mit diesem Aufbrechen passiert also auch, dass wir etwas ganz Wichtiges bekommen. Wir bekommen nämlich in diesem Moment Raum und Zeit und Masse.
Ich sagte ja schon, davor, ein davor kann es nicht geben. Es gibt nämlich auch keinen Raum, keine Zeit. Und es gibt auch kein kleiner, weil es gar keinen Raum gibt. Das, was wir als Raum bezeichnen, als Zeit und auch als Masse oder Energie, das alles entsteht erst mit der ersten Symmetriebrechung und in der Planck-Ära, wie ich sie immer nenne gerne, haben wir also so einen Urschaum und dieser Urschaum ist ein Schaum, ein undefinierter Brei aus Raum, Zeit und Masse, Materie, Energie, wie sie wollen. Alles gibt es nicht einzeln. Und deshalb ist die Frage, ein davor, auch irrelevant, weil es ja die Zeit gar nicht gibt. Und zu diesem Moment wird die Zeit geboren und bekommt als Geburtswert auf ihrer nunmehr ja wachsenden Skala diese Zeit mit, die Planck-Zeit von 0,0 und so weiter, ganz, ganz kleiner Teil einer Sekunde. Und das ist die erste Symmetriebrechung. Und das ist schon mal was ganz Wichtiges. Nun passiert das eine und andere. Und es gibt da so, ich sage jetzt mal, ein bisschen energetische Probleme. Und dadurch kommt es zu einer Inflation. Das heißt, das Weltall dehnt sich also noch einmal. Ich habe immer so gerne gesagt, der doppelte Urknall. Nochmal wieder explosionsartig, schlagartig aus. Das nennt sich Inflationsphase, inflationäre Phase. Und gleich danach haben wir die zweite Symmetriebrechung. Da wird nämlich, die Gravitation haben wir ja nun schon geboren, da wird die starke Wechselwirkung geboren. Also jene Wechselwirkung, die die Atomkerne zusammenhält. Und den übrigen Rest nennen wir dann die elektroschwache Wechselwirkung. Und diese beiden werden also geboren aus der superstarken Wechselwirkung. Und von diesem Moment an haben wir, man spricht dann auch von der Quark-Ära oder Gluon-Ära, von diesem Moment an haben wir dann, unterscheiden wir bei den Teilchen zum Beispiel Quarks und Leptonen. Leptonen sind zum Beispiel Elektronen und aus den Quarks entstehen ja nachher die Protonen zum Beispiel und so weiter. Und wir können also sagen, die Materie ist jetzt, differenziert sich jetzt. Das passiert aber noch in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde nach der ersten Geburt und nach der Inflation. So, nun vergeht einige Zeit und nach einer Billionstel Sekunde, hört sich immer noch sehr wenig an, ne? Ist aber schon kosmologisch im Rahmen der Urknalltheorie schon eine halbe Ewigkeit, gibt es dann die Symmetriebrechung dritter Art, bei der die elektroschwache Wechselwirkung in die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung sich aufteilt. Und die elektromagnetische Wechselwirkung ist ja was ganz Wichtiges. Das sind die Photonen, das ist die Radiostrahlung, das Licht, Röntgenstrahlung, ja, die Quanten. Das also alles ist das, was wir ja sehr gut kennen. Diese Symmetriebrechungen sind bestimmt dadurch, dass jede Wechselwirkung ein Wechselwirkungsteilchen hat und das hat auch eine bestimmte Energie. Und das Weltall, solange es also eine gewisse Hitze noch besitzt, ermöglicht es dann eben nicht, dass kleinere Teilchen entstehen können,
Es muss sich also erst abkühlen, damit das sozusagen ausfrieren, damit diese dann ausfrieren können gewissermaßen. Und dadurch entsteht das so nach und nach. Also wir haben verschiedene Wechselwirkungen, die wir kennen, die sich dann immer wieder vereinigen, entsprechend ihrer Wechselwirkungsteilchen ja auch zu größeren und höheren. Nur die Quantengravitation, die allerumfassende, kennen wir nicht. Noch nicht. So, das sind also dann so diese verschiedenen Symmetriebrechungen. Und ja, dann kommt die Hadronen-Ära, wo sich also die Atomkerne bilden. Und dann die Leptonen-Ära. Jetzt haben wir also bereits eine Sekunde herum und die Temperatur liegt schon bei 10 Milliarden Kelvin. Also eine ganz vernünftige Dimension und die Blase hat auch schon eine ziemliche Größe erreicht. Nach 200 Sekunden kommt die Photonen-Ära, naja, und dann kommt die Materie-Ära, also jene, die wir jetzt im Prinzip auch rückwärts beobachten können. Ersten Protogalaxien, dann also die Materie-Ära beginnt bei ungefähr Z gleich 1000 oder Z gleich 1100. Die ersten Protogalaxien liegen bei Z gleich 10, also dieser Rotverschiebung. Z gleich 10 können wir also beobachten schon. Quasare liegen bei Z gleich 2 und heute haben wir ja Z gleich 0 per Definition. Und bis Z gleich 1000 müsste man also noch zurückschauen können. Dann ist ja sozusagen die Wand wo wir dann tiefer in den Urknall nicht mehr hineinschauen können. Ja, das sind so diese verschiedenen Phasen und das ist alles in verschiedenen Literaturen und natürlich auch hier in meinem Buch ausführlich erläutert. Und das würde mir jetzt auch viel zu weit führen, wenn ich diese ganze Thematik Inflation und Cosmic Strings, Planckblase, Entwicklung der Temperatur und so fort erläutern würde. Es soll ja nur mal so einen Überblick geben, was es alles für Stichworte gibt, wo man sich mal einarbeiten kann. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Modelle. Da gab es mal das Born-Potsdam-Modell. Wir haben ja im Wesentlichen das Standardmodell nach Friedman. Es gibt dann das Friedman-Lemaître-Modell. Und wie gesagt, dieser große Rückprall, ja, Big Bounce, das ist auch so eine Sache, dass das Weltall immer pulsiert und gar nicht, ja, das ist ja, ist schon richtig. Wenn es mal wieder zusammenkommen sollte, dann geht es bis zur Planckblase runter und dann prallt es wieder ab und wird dann wieder größer, weil es eben kleiner auch gar nicht geht. Dann hätte man nicht dieses Problem von davor zu sprechen. Dann bleibt das immer im diesen Dimensionen, die wir uns vorstellen können. Big Rip, ja, großer Riss, ist auch so eine Theorie, die es gibt. Also es gibt da ganz viele Theorien, und aber einige Aspekte, die relativ eindeutig sind, habe ich jetzt einmal genannt. Aber diese Theorien gehen dann immer der Frage nach, was passiert wirklich ganz dicht an dem Zeitpunkt Null dran? Was ist da gewesen? Wie verhält es sich mit einer Frage, wie zum Beispiel, was war davor? Ist die zulässig? Wenn ja, wie muss man sich das vorstellen? Und die dunkle Energie, also die kosmologische Konstante von Einstein, spielt in diese ganze Fragestellung natürlich auch ganz erheblich mit hinein. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht mehr weitermachen, sondern nur noch in der letzten Sendung zur Kosmologie auf die Planckblase, also auf die genannten Parameter, kurz eingehen. Bis dahin verbleibe ich hier, Erik Wischnewski. Tschüss.